Was war die größte Herausforderung bei diesem Straßenfestival? Größte Herausforderung? Naja, ich glaube, die größte Herausforderung ist immer wieder, dass alles zusammenkommt. Eigentlich war es bei uns genauso ein Netzwerk, wie bei Critical Mass gezeigt wurde. Alle sind miteinander vernetzt, vereint. Immer wieder geht es auseinander, man macht seine Arbeit und dann muss man wieder zusammenführen. Ja? Also dieses gesamte Netz, diese gesamte Gemeinschaft von ungefähr 100 Mitwirkenden hinter den Kulissen, ja, die müssen ja wieder zusammenfinden, die Arbeit machen, zu fokussieren auf dieses Festival, auf diese 3 Tage. Und ich denke, das haben wir geschafft. Mit allen Herausforderungen ist uns das doch ganz gut gelungen. Ja. Was ist der größte Lohn für diese doch sehr viel Arbeit am Vorfeld? Naja, auf alle Fälle immer der Applaus. Der größte Lohn sind glückliche und zufriedene KünstlerInnen und die Stimmung hier in der Stadt, die Begeisterung, strahlende Gesichter, Menschen, die das genießen, die mitgehen mit den Vorstellungen, die sich hinterher ein Autogramm geben lassen von den KünstlerInnen. Und das ist würde ich schon sagen, ist echt der größte Lohn, muss ich ehrlich sagen. Ja. Was ist der Mehrwert für die Stadt? Also was würden Sie sagen, wo liegt der am größten durch dieses Straßentheaterfestival? Also ich glaube schon, dass es, man merkt, dass es hier auch ein anderes Flair geben kann, oder? Also dass dieses, auch diese Weltoffenheit selber zu spüren ist, glaube ich, und das Miteinander, ich glaube, das ist schon für Holzminden auch was Besonderes. Gar nicht die Kleinstadt mehr, es hat plötzlich einen ganz anderen Umfang. Ne? Die Menschen kommen von allen Ecken, um hierher zu kommen. Die Künstler sind aus ganz Europa. Es ist ein Wahnsinn, was sich jetzt in diesen 2 Tagen hier so tut. Ne? Ja, genau. Und es ist nicht einfach nur ein Straßenfest, sondern es ist halt ein Straßentheaterfestival. Und das merkt man auch in dieser besonderen Stimmung. Ich glaube, das tut auch allen Menschen gut, gerade in Holzminden zu merken, wie Holzminden sein kann. Also es ist ein ganz anderer Herzschlag, glaube ich. Und das öffnet den Geist und das nimmt man mit und man erinnert sich auch dann wieder, wenn so ein grauer Novembertag ist und die Fußgängerzone leer ist. Dann weiß man, zu Festivalzeiten sieht das hier ganz, ganz anders aus. Ne? Es gibt auch Mut, glaube ich, viele, die jetzt neue Ideen für Holzminden haben, dass man so etwas wirklich durchbringen kann, auch in dieser großen Ordnung. Ne? Also das wirklich, es ist ja kein kleines Fest oder so weiter. Wie gesagt, es kommen ja Menschen von überall hierher. Also es ist wirklich möglich, Holzminden wirklich in die Welt zu tragen. Ja, und die Lebendigkeit, ne, zu spüren, glaube ich, das ist auch so wichtig in der Stadt, dass man einfach wirklich eine Lebendigkeit, auch alt und jung mischen sich hier bei dem Festival. Das hat man ja selten, dass man auch wirklich Sachen teilt, wenn man als Eltern mit einem jungen Erwachsenen zusammen oder die Kinder kommen nach Hause aus ihren Studienorten, das habe ich ganz oft gehört, zum Festival, die dann kommen. Und also dieses Generationenübergreifen ist halt auch ganz besonders, das zu spüren und zu teilen. Aber ich glaube, es macht auch Spaß, sowas zu machen. Es macht auf jeden Fall Spaß. Das ist der Lohn, ja? Also dafür machen wir das. Dafür haben wir jetzt monatelang wirklich viel Arbeit investiert, um genau diese 3 Tage so zu erleben. Und ich glaube auch nochmal ganz besonders, wir hatten ja jetzt schon 4 Jahre Pause. Also man sieht auch, es ist so wie auch diese Überwindung dieser schwierigen letzten Jahre. Und jetzt können wir hier wieder feiern. Die Welt kann sich treffen in Holzminden. Genau. Also ist und schon toll. Zusammen sein, zusammen genießen, zusammen feiern. Ja, und der Wettergott hat auch wunderbar mitgespielt. Genau, genau. Ne? Ja, auch Fan. Ja. Genau. Nach 4 Jahren Corona. Auch ich bedanke mich für diese wunderschönen Tage und ich hoffe, dass Sie nächstes Jahr wieder wunderschöne Ideen haben und wieder wunderschöne Gruppen denn in den nächsten Jahren. Wenn die Künstler gute Ideen haben, dann ja. Aber was wir gesehen haben bei den Preisträgern, es ist schon Elite.